Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Dann sind wir wieder. Heute ist Dienstag, der 8. April. Hier sind wir wieder bei Castle Miner Set Folge 9. Wir hatten ja letztes Mal zum Schluss, hatte ich hier so einen Fehler. Keine Ahnung, der ist jetzt durch den Neustart wieder weg. Es lief hier dauerhaft. Ich wollte mir jetzt mal ein paar Holzdingsbumse machen und dann hier, ups, so ein paar Dingsbums-Dinger, um Fackeln herzustellen. Okay. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns noch ein paar Fackeln craften. Die brauchen wir jetzt hier für unsere Reise, die ich da vorhabe. Guck mal hier. Bam, 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 bam. Bam. So. So. Gut, dann gucken wir mal, dass wir den Rest hier. Lassen wir mal hier. Wir müssen ja nicht alles mitnehmen. Warum? Na gut, dann nehmen wir die Stickies mit. Die Axt brauchen wir eigentlich gar nicht da unten. Die Kohle lassen wir hier. Das Holz lassen wir hier. Diverse Spitzäxte würde ich mal schon sagen, dass wir die mitnehmen. Die Axt hier nehmen wir auch mit. Gut. Okay. Dann geht's weiter. Ich würde sagen, wir gehen wieder hinab in die Tiefe. Ach so, ob wir den Diamanten jetzt mitnehmen, ist natürlich die Frage. Ah, ist egal. Wir brauchen noch einen Diamanten, damit wir Blutsteine abbauen können mit der Diamantspitzhacke. Habe ich jetzt einfach mal so, schätze ich mal, dass das so ist. Und jetzt gehen wir wieder runter, da wo wir hergekommen sind. Aua, oh, jetzt haben wir uns auch fast den Fuß gebrochen. So, wir werden jetzt mal keine neuen Bereiche erkunden, sondern einfach hier diesen erleuchteten Bereichen mal hinterhergehen, wo die Fackeln sind. Das war er hier nicht. Pop, 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 pop. Nee, nee, keine neuen Bereiche, nur die erleuchteten. Hier ist wieder unsere Tür gleich, wa? Oder? Nee. Komm, nehmen wir mal Kohle mit. Oh, das geht ziemlich zügig mit der Goldspitzhacke. ZZ. Ziemlich zügig. Jo, meine lieben Freunde, nun ist ja leider die. Macht mir wirklich irre Spaß, das Spiel. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da noch weitermache mit dem Let's Play. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr da. Oh, was war das? Ob ihr interessiert seid, da noch mehr von zu sehen. Oder ob wir dann wirklich jetzt nach 2 Wochen, also nach 14 Folgen, das Ding dann erstmal beenden. Ich könnte natürlich auch im Nachhinein noch irgendwas reinhauen. Oh, Goldspitzhacke ist echt cool. Ich könnte natürlich im Nachhinein ab und zu mal hier weiterspielen und dann so ein Let's Show machen, wie weit ich schon gekommen bin oder so. Ich will eigentlich auch wirklich irgendwie eine schicke Festung bauen oder so. Mal gucken. Später auch mal. Nein, nein, nein! Wo ist er denn? Die stehen immer so bescheuert hinter ihm. Ja. Voll abgetötet. Das Monstrum. Jetzt geht's ja richtig los hier. Oh! Oh, was war das? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Hier muss irgendwie ein fürchterliches Monster in der Nähe sein. Das war ja echt ein Schrei. Ich habe ehrlich gesagt einen richtigen Schreck eben bekommen. Wow, ein Höhlen, sonst was. Haben wir wahrscheinlich keine Chance mit unserer MG hier. Wow. Der ist hier definitiv in der Nähe. Oh. Wow. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Ich will mir noch ein paar Diamanten holen. Hier ist nochmal Gold, okay. Gold ist gut. Alter, was ist denn das? Oder machen diese Skelette solche Geräusche? Das wäre mir aber neu. Bis jetzt haben sie sowas noch nicht gemacht. Kupfer?
Komm, Fackel mal hier nicht so sparsam mit den Fackeln, Alter. Oder sind wir jetzt hier in der Tiefe, wo die Skelette stärker werden? Mal nachgeladen kurz. Hallo? Hallo, Monströsität? Oh, guck mal da unten. Da ist scheinbar auch so eine... Kann natürlich auch sein, dass die Klänge von hier unten kommen. Dass da unten diese fürchterlichen Viecher sind. Ist ja immerhin die Hölle. Immerhin die Hölle. Gut, jetzt müssen wir in der Nähe sein von unserem... Oh Gott. Müssen wir in der Nähe sein von diesem Rotstein-Vorkommen. Meine Sinn jetzt im Moment macht es keinen Sinn, da runter zu... wo sind wir? Achso, hier. Macht es ja keinen Sinn, da runter zu gehen. Weil wir diesen Rotstein auch gar nicht abbauen können. Was ich jetzt brauche, ist noch ein Diamant in der Hoffnung. Machen wir mal hier noch. In der Hoffnung, dass wir da mit einer Diamantsteinspitzhacke dann den Rotstein abbauen können. Cool. Ah, guck mal, Diamanten. Sehr schön. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir dann brauchen. Zwei Diamanten haben wir gleich dabei. Da mache ich mir gleich meine Diamantspitzhacke. Und dann werde ich im Gegenzug... Aber Goldspitzhacke ist auch sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Dann werde ich mir im Gegenzug mal gleich eine Diamantspitzhacke craften. Stellen wir uns mal hier in der Ecke. Und mal gucken. Nicht ein Diamantgehäuse. Nein, nein, nein. Diamantspitzhacke will ich haben. Wo ist sie hier? Ding. Klang. Klang. Ich habe nicht genug Gold. Hahaha, ich brauche mehr Gold. Aber ich habe doch Gold. Oh, jetzt habe ich hier wieder irgendwas aktiviert. Mist. Egal. Gut, wir brauchen irgendwie noch mehr Gold scheinbar. Damit wir uns unsere ersehnte Diamantspitzhacke craften können, mit der ich hoffe, Blutstein abbauen zu können. Um mir daraus eine super, irgendwas super Geiles zu bauen. Kohle ist natürlich gut, klar. Alter, die Goldspitzhacke, die geht ab wie Nachbars Lumpi. So, komm, knall mal hier unten noch eine Fackel rein. So, mit so einer guten Spitzhacke macht es ja dann richtig Spaß. Da, da, da. Nimm mit die Kohle. Mach da hinten noch eine Fackel rein, Alter. Ding. Tja, da wir jetzt hier nicht so viel Gold haben, sollten wir dann mal zurückgehen wieder. Oh, Kohle ist natürlich cool. Würde ich jetzt mal zurückgehen. Ich meine, ich kann hier kaum... Es fällt mir schwer, an den ganzen Ressourcen vorbeizugehen. Aber ich will natürlich auch so Müh-Action machen. Damit ihr euch nicht zu sehr langweilt. So, ich gehe jetzt mal nach Gefühl einfach hier lang. Könnte natürlich sein, dass das nicht der richtige Weg ist. Ba, 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 ba. Baba, ja, baba, 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 baba. Okay, nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. Wir werden jetzt geradezu gezwungen dazu hier. Ey, die Goldspitzhacke, Leute. Goldspitzhacke, cool. Cool, so. Da hoch. Hier wieder ein Dreiersprung. Ja, los, komm, du schaffst es. Jawohl, supergeil. Zurück in Höhle, hier oben. Okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Na, wo geht's denn hier in mein... Oh, ich höre die Zombies schon wieder schreien. Da ist unsere Höhle, haha. Es ist draußen wieder Nacht, haha. Und hier rein, zack, zack, so. Zack. So, wie sieht's denn aus mit Gold? Ah, na, 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 na. Mal gucken, ob wir hiermit was ausrichten können.
Es läuft hier immer noch. Was ist denn das für ein scheiß Bug, ey? Ich weiß nicht, woran das liegt. Mal kurz rausgehen. So, mal hoffen, dass es jetzt weg ist. Ja. Gut, wir wollten ja jetzt eine Diamantspitzhacke. Dazu müssen wir uns noch ein bisschen Gold craften, okay. Oder wollen wir mal gucken, ob wir jetzt noch eine krassere Waffe bauen können? Guck mal, was ist denn das hier? Weltraumglibber, geil. Wir brauchen Weltraumglibber, wo bekommen wir den denn her? Diamantsturmgewehr, oh, Alter. Weltraum, siehste Blutschreiben brauchen wir, um uns anständige Waffen zu machen. Aber erstmal will ich eine Diamantspitzhacke. Los, hier. Drei Goldbahnen. Nein, ich brauche drei Goldbahnen. Verflucht. Oh, Mist. Drei Goldbahnen, naja. Wenn wir das mal wieder zurückpacken, hier unser wertvolles Zeugs. Oh, Eisen haben wir ja auch gut. Kohle, klasse. So. Bleibt doch mal hier Kohle. Stein für unsere Festung. Können wir auch erstmal aufheben. Okay, gut, dann geht's wieder runter. Auf der Suche nach weiteren Ressourcen. Ohoho, wen haben wir denn da? Zap! Der hat einen Diamant gedroppt. Nee, Eisen hat er gedroppt. Die Lusche. Die Lusche, die. Was sollen wir denn mit Eisen? Du doofes Skelett. Gut, nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Kann nicht schaden. Hier runter. Oh, das ist aber ein anderer Weg scheinbar, wa? Oder? Ja, macht doch großen Spaß, dieses Minen hier. Ich höre ihn auch schon wieder. Master P ist am Anmarsch. Skeleton. Da, da, da. Ein bisschen Kupfer. Nehmen wir mit. Ganz optimistisch. Ganz optimistisch sind wir nicht so pessimistisch wie sonst. So. Die Emotionen brodeln. Aua. Mist. Kohle. Erstmal schön durchladen hier, meine Freunde. Wo seid ihr denn? Wollt ihr unbedingt die Bekanntschaft von Onkel Ufo machen? Ich wollte ja eigentlich keine neuen Bereiche erkunden, aber vielleicht machen wir das einfach mal. Weil wir brauchen ja noch... was brauchen wir noch? Gold, wa? Aua! Gold brauchen wir. Gold, 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 Gold. Gold, Gold, Gold. Guck mal, hier geht's auch runter, oder? Nein, nicht wirklich. Ah. Ey, das sind hier Labyrinthe, Alter. Das gibt's gar nicht. Ah, hier waren wir schon mal. Okay. Ah, ja. Oha. Da geht's aber richtig runter. Da ist auch schon Lava. Okay, da werden wir mal hier mal runtergehen. Mal gucken, ob wir da irgendwie was reißen können. Was wir jetzt brauchen, ist Gold. Damit wir hier mal den Diamantspitzhackenplan durchführen können. Ansonsten nehmen wir hier mal ein bisschen Eisen und ein bisschen Kupfer mit. Jo, das ist jetzt wahrscheinlich langweilig zum Zugucken. So von wegen nicht geeignet für ein Let's Play. Aber teilweise ein bisschen interessanter, als wenn ich würde jetzt Europa Universalis spielen. Ja, kommt natürlich drauf an, wa? Gab es natürlich auch Fans. Ich bin ja auch ein Fan von solchen Strategiesachen. Hier nehmen wir das Eisen noch mit. Da kommt schon wieder ein Zeitgenosse. Na? Haha.
Hütet euch, hütet euch. Bis jetzt kam ja immer nur einer. Ich habe ja auf. Ich habe ja auf einfach gestellt. Warum fällst du da nicht rein? Kannst du mir das mal erklären? Jetzt fällt er rein. Praktisch ist natürlich, wenn das Skelett jetzt hier reingesprungen kommt. Ah, was soll ich denn damit? Ich brauche Gold. Das ganze Zeug hier. Ich will Gold. Na gut, das nehme ich auch noch mit. Ey. Ja, macht unwahrscheinlich Spaß. Diese Mischung aus Abminen, Minen, Farming, Mining und Fighting mit Waffing und Steinpatroning. Was ist denn los? Spitzhacke will hier nicht mehr so richtig. Tut sich ein bisschen schwer. Na komm. Ich kann echt nicht alles mitnehmen, was ich hier finde. Unglaublich. So, wo kommen wir denn jetzt her? Vielleicht mal den Kompass aktivieren kurz. So, aus der Richtung da. Okay. Oh ne, 4 schafft er nicht. 4 schafft er nicht zu springen. Oh, schnell. Nein, verflucht. Ah, 2 Schläge. Oh Gott, 2 Schläge. Na, wenn wir schon mal draußen sind, können wir vielleicht mal noch einen Baumstamm mitnehmen. Wir haben Gott sei Dank unsere ganze Munition noch. Natürlich ist unser Inventar leer, ja, aber klar. Es ist Tag. Ach, guck mal, wir haben auch keine Wolken, oder? Jedenfalls sehen wir die Sonne da hinten, das ist schick. Jo, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen oben bleiben. Okay. Okay. Okay, es ist Tag, denke ich. Ich wusste gar nicht, dass die tagsüber auch spawnen. Oder geht die Sonne gerade unter? Oh, was war das? Hat der einer mit einem Bogen auf mich geschossen? Irgend so ein Halunke? Irgend so ein Hallo-Tri? Ein bisschen Holz hatten wir jetzt abgebaut, wa? Juhu, ist schon eine düstere Gegend hier. Ja, tatsächlich, nachts. Dann sollten wir vielleicht doch wieder in unsere Behausung, oder? Wollen wir hier oben mal ein bisschen Action machen? So, komm, wir machen mal ein bisschen Action. Zombie-mäßig. Los, kommt. Da ist einer. Oh, die Reichweite ist nicht besonders hoch von dem Ding. Schönen Bogen hast du, Alter. Oh, hat einer Gold gedroppt. Schön. So, mal gucken, was jetzt hier so passiert. Machen wir mal hier den Rest der Folge in kleinen Action-Einlage. Oh, wie schön der Mond ist. Der Himmel ist schon sehr schön. Hallo, wann kommt ihr denn hier aus der Erde rausgekrochen, ihr Mutanten? Oh, jetzt kommen sie. Die Zombie-Zeit ist hereingebrochen. Da ist er schon. Jawohl. Weiß gar nicht, ob die auch was droppen. Und schnell sind die, echt irre schnell sind die. Na? Oh, da kommt er. Jupp. Ja gut, ist natürlich auch eine Art Farming, wenn die so viel droppen. Wir hören im Prinzip jedes Mal, wenn die rauskommen, einen Schrei. Also die schreien, die kündigen sich an, sozusagen, wenn sie da aus der Erde rauskommen. Durch einen Schrei. Sehr interessant. Ist hier eine Höhle, in der wir noch nicht waren, oder was? Ah, okay. Hallo? Kommt hier noch wer? Wir wollten hier mal ein bisschen Action machen für unsere Zuschauer. Kriegen wir da noch jemanden ran, der sich hier als Versuchsobjekt zur Verfügung stellt? Da. Habe ich eigentlich nachgeladen? Oh, meine Waffe ist gleich alle. Defekt. Na gut, wenn die hier nicht aus dem Käse kommen, dann bauen wir noch ein bisschen Holz ab zwischendurch. Scheinbar kündigen sie sich ja durch einen Schrei an. Oh, ich höre einen.
Okay. Und da kommt wieder euer Herbert der Drachen. Der. Oh. Boah. Wo sich ja schon. Die Erfahrung hat ja schon gezeigt, Fisch. Oh nein. Ah nein. Ich bin schon wieder tot. Mein ganzes Holz ist weg. Achso, ich könnte jetzt irgendwie dahin zurück, wo ich gerade gefallen bin. Aua. Könnte man ein bisschen Zeug da noch einsammeln? Oh, der Drachen ist auf einmal wieder weg, oder wie? Ups. Könnte vielleicht mein Zeug noch einsammeln? Die sind so schnell. Da ist mein Zeug. Ah, oder? Ich hab's auch leuchten sehen da. War es weg? So kurz? So kurz nur. Naja, gut, okay. Können wir verkraften. Tagsüber ist irgendwie cooler draußen. Tagsüber ist dunkler als hell. Gut, Leute, das war's wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bei Castle Miner Set mit UFO Mann. Tschüss.